Auf die Idee, eine Ausstellung zum Thema Bügelgeräte zu organisieren, muss man erstmal kommen. Darauf gekommen ist das Feuerwehrmuseum in Schwerin. Dort gibt es jetzt 550 verschiedene Glätteisen zu bestaunen. An die beachtliche Sammlung ist das Museum durch viel Glück geraten. Denn so viele verschiedene Plätteisen zu ergattern, kostet Zeit. In diesem konkreten Fall ist es sogar eine Lebensleistung. Und zwar die einer Sammlerin aus Hannover. Über viele Jahre hat sie gut 700 verschiedene Bügeleisen vor allem von Flohmärkten zusammengetragen. Heute ist die Dame weit über 80 und als sie ins Heim ging, wollte sie ihre Sammlung an ein Museum weitergeben. Sie bot es auch den Schweriner Feuerwehrfans an, die spontan sofort annahmen.